Wir sind während der Pandemie von Deutschland nach England ausgewandert und das Ganze hat viel länger gedauert, als wir dachten und war mit sehr vielen Ups und Downs verbunden. Hier ist das Wohnzimmer, aber sonst ist hier noch so ein bisschen Chaos. Das Umzugsunternehmen ist gerade gekommen. Es wurde jetzt alles abgeholt und die Wohnung ist leer. Hey, ich bin Mia. Wenn ihr neu seid, empfehle ich euch dieses Video, das erklärt, warum wir überhaupt nach England gezogen sind. Bevor es losgeht, wollte ich euch einen kleinen Überblick über die Timeline unseres Umzugs geben, damit ihr die nächsten Clips besser versteht. Ende Februar, Anfang März haben wir in England endlich eine gute Mietwohnung gefunden und dann auch direkt den Mietvertrag unterschrieben. Da ging es dann schon ein bisschen los mit der Pandemie und der ganzen Sache, aber ich glaube, wie viele von euch konnten wir nicht erahnen, dass sich das so lange hinziehen wird und so schnell so dramatisch wird. Unser eigentlicher Plan war also, den Mietvertrag zu unterschreiben, zurück nach Deutschland zu gehen, zusammenzupacken, zu sortieren, zwischendurch immer mal wieder nach England zu kommen, weil Jessie hier beruflich oft öfter hätte sein müssen und dann im April fest nach England zu ziehen. Dann ein paar Tage kurz vor unserer Abreise von England nach Deutschland ging es dann schon los mit den Kontaktbeschränkungen, mit den Einreisebeschränkungen und ich persönlich war schon ziemlich gestresst, während dieser Zeit zu reisen und zurückfliegen zu müssen. Aber wir hatten ja auch unseren Mietvertrag in Deutschland, den mussten wir ja auch kündigen und unsere Wohnung auflösen. Genau, das ist alles mitten in dieses März-Chaos gefallen. Es waren wirklich erschwerte Bedingungen und wenn ich mit Vergangenheits-Mia sprechen könnte, dann würde ich ihr sagen, es wird alles gut. Nutzt die Zeit zum Ausmisten und ja, es gibt ein Auf und Ab, aber es wird alles gut. Aber in dem Moment war schon sehr stressig und emotional. Unsicherheit und Ungewissheit sind einfach ein bisschen belastend und es war auch nicht schön, 3 Monate lang doppelt Miete zu bezahlen, weil wir ja nicht einfach so zurückreisen konnten und so ein bisschen in Berlin festgesteckt sind, geblieben sind. Naja, aber wir haben die Zeit genutzt und haben alles sortiert und ausgemistet in der Zeit und waren, glaube ich, wirklich sehr produktiv, was die ganze Ausmistsache, Wohnungsvorbereitungssache angeht. Der erste Schritt war das Wohnzimmer. Das Wohnzimmer ist fertig. Wir haben sortiert in Behalten, Weggeben und Wegschmeißen. Das war nochmal ein bisschen aufwendig, aber das ging dann doch recht schnell. Und ich zeige euch jetzt das Ergebnis. Das relativ leere Wohnzimmer, finde ich. Also noch nichts eingepackt oder so, aber aussortiert. Also, wir haben das Bücherregal aussortiert und da sind jetzt ein paar leere Regale. Schon verrückt, sonst war vorher alles immer hier voll. Hier seht ihr, glaube ich, keinen großen Unterschied. Aber zum Beispiel hier in diesem Schrank war ganz viel so Kleinscheiß, nenne ich den immer. So Zeug, so nerviges Zeug. Die Box ist komplett leer. Das kommt alles so mit. Das in der rosa Box werden wir jetzt noch aufbrauchen. Das sind noch so ein paar Kerzen und Räucherstäbchen. Die brauchen wir jetzt noch im nächsten Wochen, Monaten, wer weiß, auf. Pflanzen kommen leider nicht mit. Es verging einiges an Zeit. Wir waren sehr brav, wir sind wirklich die meiste Zeit zu Hause geblieben. Ich habe natürlich nicht aufgenommen. Geblieben, haben brav Maske getragen, auch bevor es Pflicht war. Wir haben unsere Freunde nicht gesehen, wir haben unsere Familie nicht gesehen, höchstens irgendwie so auf wirklich ganz weit Abstand, aber auch eher ein bisschen später. Ich will jetzt nicht zu sehr jammern, wir hatten es eigentlich ganz gut, wir hatten ein Dach über dem Kopf, wir waren gesund, wir hatten uns, wir waren sicher, wir hatten ein bisschen finanziellen Puffer, aber ich habe es mir natürlich alles ganz anders vorgestellt gehabt, wie diese ganze Auswanderungssache aussehen wird, dass mir irgendwie Freundinnen helfen beim Packen und Aussortieren und natürlich habe ich mir sowas wie eine Abschiedsfeier vorgestellt, um nochmal alle drücken zu können, nochmal so unsere letzten Berlin-Sachen zusammen machen zu können, also nochmal richtig Tschüss zu Berlin, zu Freunden und Familie sagen zu können, das hat mir dann wirklich gefehlt, muss ich sagen. Wie gesagt, wir waren fleißig, wir haben viel aussortiert. Ich habe ja auch schon mein Küchenausmistvideo gepostet. Dann ging es im Mai endlich ans Arbeitszimmer. Das habe ich immer vor mir hergeschoben. Das war eigentlich die meiste Arbeit. Da hatte ich viel so an Make-up, aber insbesondere an Equipment und an Dokumenten. Sehr viele Dokumente. Ich packe gerade so ein paar Sachen zusammen. Das ist gerade noch im Zoom-Call. Der hat ziemlich viele Workshops online und
als Erklärung. Wir fahren jetzt erstmal zu meinen Eltern. Dann fliegen wir von Frankfurt aus nach London und fahren dann nach Exeter. Und in Exeter müssen wir dann wahrscheinlich erstmal 2 Wochen in Quarantäne. Das Umzugsunternehmen holt aber alles schon in Berlin ab. Ich weiß nicht, ob ihr dem komplett folgt. Auf jeden Fall sind wir dann erstmal 2 Wochen in Quarantäne in England und können dann erst ins Lager, wie nennt man das, Storage. Ja, die Sachen werden auf jeden Fall eingelagert und nicht direkt in die Wohnung oder so gebracht. Und wir können natürlich dann erst nach der Quarantäne zu dem Lager. Und deshalb muss ich so packen oder so die Sachen sortieren, damit ich weiß, okay, das nehme ich mit zu meinen Eltern, weil das brauche ich dann in den ersten 2 Wochen in England. Oder welche kann ich erst, keine Ahnung, in so 1-2 Monaten dann abholen. Aus Nachhaltigkeitsgründen wollen wir natürlich nicht alles wegschmeißen oder so, sondern eher Sachen weggeben, verkaufen, an Freunde geben, spenden. Ja, und so geht dann alles nach und nach weg. Hier haben wir schon mal alle Bilder aufgestellt. Oh mein Gott, ist gerade so dunkel. Einen Moment. So, jetzt seht ihr ein bisschen besser. Hier haben wir schon angefangen, Bilder aufzustellen oder abzuhängen und dann hier aufzustellen. Und hier. Und wir werden hier auch die ganzen Regalbretter abstellen. Und dann kann das Umzugsunternehmen das richtig einpacken und mitnehmen. Aber sonst ist hier noch so ein bisschen Chaos, ne? Also, das will ich alles noch verschenken von Giveaways und so. Hier ist Müll, Papiermüll. Hier sind ganz viele Dokumente, die ich noch sortieren muss. Was kann ich einlagern? Was muss ich unbedingt bei mir haben, sozusagen? Was darf ich nicht verlieren? Was brauche ich? Einschub, kurze Erklärung dazu. Wir haben noch 3 Tage in unserer Wohnung in Berlin gewohnt, bevor wir ausgezogen sind. Also das Umzugsunternehmen hat die Sachen, wie gesagt, abgeholt. Wir waren noch 3 Tage in der leeren Wohnung und sind dann zu meinen Eltern gefahren und sind offiziell ausgezogen. Am nächsten Tag ging es dann weiter mit dem Arbeitszimmer. Es war wirklich sehr, sehr aufwendig, einfach auch aufgrund meiner Selbstständigkeit und weil ich eben alle Dokumente behalte, zur Sicherheit. Ich habe dann sortiert in Wegschmeißen, Einlagern und mit auf die Reise nehmen. Also Dokumente, die ich wirklich nicht verlieren darf. Nicht mit dem Umzugsunternehmen, nicht im Koffer. Die dürfen einfach nicht verloren gehen. Ich habe jetzt meine Dokumente reduziert. Einmal Steuer 2019, alles Sachen, die ich nicht als Scan oder digital habe. Weil ich es noch fertig machen muss. Und es ist noch aus meiner 7. Klasse ein Heft. Das war erst Niemeyer-Witsch 7D und jetzt ist es Steuer 2020. Jetzt eine kleine Minitour der chaotischen, aber halb gepackten, halb sortierten Wohnung. Hier haben wir noch so Lampen, das sind noch so Produkte, die muss ich eigentlich noch shooten. Oh je. Genau, das sind noch Jessys Dokumente, die muss er noch sortieren. Das packt dann das Umzugsunternehmen hoffentlich alles gut ein. Hier ist unser Tisch. Ein paar leere, ein paar volle Boxen. Dann der Flur ist auch mega das Chaos. Hier müssen wir noch mega sortieren. Hier ist das Wohnzimmer. Ich habe ja auch mal ein Video zum Wohnzimmer gemacht. Oh Gott, der Pflanze geht's nicht gut. Die ist traurig, dass wir ausziehen. Oh Gott, der geht's richtig schlecht. Nein! Ja, das könnt ihr erraten, was das ist, oder? Teppich, das ist die marokkanische Hochzeitsdecke. Makramees. Jessie macht gerade Pause. Hier ist das Schlafzimmer. Das habt ihr ja auch jetzt in dem Video gesehen. Wir haben schon das Kopfteil abgehängt. Das steht jetzt hier. Wir haben alles schon mal sortiert und wir werden wahrscheinlich Jacken in so Spacebags packen. Einfach damit wir weniger Platz im Van verbrauchen. Kleiderschranktour habe ich ja auch gemacht. Kann ich euch auch nochmal verlinken. Hier ist mein Hochzeitskleid drin. Solche Spacebags sind echt praktisch, man kann da super Platz sparen, zum Beispiel Jacken mitlagern. Lebensmittelreste aufbrauchen war auch ein Riesenthema. Wir konnten ja nicht so wie bei einem normalen Umzug einfach eine Kiste packen mit zum Beispiel Gewürzen, Mehl oder Nudeln, sondern es musste ja wirklich alles weg, bevor wir uns auf die Reise begeben haben. Wir hatten das Glück, dass Familie bei uns in die Wohnung eingezogen ist, so mussten wir nicht alles ganz perfekt ausmisten. Aber trotzdem wollte ich nicht zu viel da lassen und Gewürze haben wir zum Beispiel da gelassen. Ich habe gerade Reste gekocht. Asian Noodle Style mache ich meistens als Reste essen mit Veggies, Erdnusssoße, ja, Pasta oder Nudeln, die ich halt so übrig habe, Tofu und die ganzen Samen noch oben drauf. Da haben wir noch einiges übrig. Können wir hoffentlich in den nächsten 2-3 Tagen aufessen. Ich habe mit Resten noch schnell so ein Brot gebacken sozusagen. So eine Art Focaccia, nur einfach sehr dick. Sehr, sehr dick. Und wir hatten noch Erbsen und Grünkohl im Gefrierfach. Und ich dachte, ich mache da mal einfach so eine Art Brot drauf. Können wir heute Abend snacken und morgen früh. Aber ansonsten habe ich viele Sachen aussortiert. Ich habe meinen Seitan-Mix zum Beispiel Freundinnen gegeben oder Leinsamen oder andere Samen. Und viele andere Sachen haben wir dann einfach radikal die Woche, bevor wir ausgezogen sind, aufgebraucht. Wir sind jetzt in den letzten finalen Zügen vom Aufräumen und Sortieren. Und ich muss jetzt gerade die Küche aufräumen, alles fertig spülen. Das ist gerade im Bad, den hört ihr im Bad.
Mal kam dann das Umzugsunternehmen und wir mussten vorher natürlich alles sortieren und vorpacken und wir hatten auch einen Packservice gebucht, aber das würde ich nicht nochmal machen oder empfehlen. Wir dachten einfach, das ist ein bisschen stressfreier und zeitsparender, aber ich fand es nicht so gut. Es wurde nicht so gut gepackt und es wurde auch nicht sehr platzsparend gepackt, sodass wir dann nochmal draufzahlen mussten, ungeplant. Und das Umzugsunternehmen war so schon teuer, weil wir ein anderes nehmen mussten, denn unser erstes Angebot wurde uns abgesagt, also die erste Umzugsfirma hat abgesagt aufgrund von Corona und wir mussten dann ein anderes Unternehmen, ein teureres buchen. Alles wie gesagt kein Weltuntergang, in dem Moment halt sehr stressig und natürlich ärgerlich, was so die finanzielle Sache angeht. Ich sehe so müde und fertig aus. Ich habe nicht gut geschlafen, bin ziemlich fertig aufgewacht. Schon ein bisschen aufregend und es wird fleißig gepackt. Das Umzugsunternehmen ist gerade gekommen, das heißt gerade vor ein, zwei Stunden, hat schon angefangen zu packen. Hier ist das Wohnzimmer, hier ist jetzt alles eingepackt. Bücher, Zeugs, Kleidung. Und dann war alles leer. Wir haben dann noch aufgeräumt und wie gesagt noch 3 Tage in der Wohnung gewohnt, bevor wir zu meinen Eltern gezogen sind. Aber wir wollten auch noch ein bisschen Puffer haben, weil auch das Umzugsunternehmen uns nicht genau sagen konnte, an welchem Tag sie kommen werden und brauchten dann so ein bisschen 2-3 Tage Puffer dazwischen. Außerdem wollten wir noch so 1-2 Tage, um uns von unseren Freunden und Familie zu verabschieden, ohne irgendwie so Stress im Nacken zu haben, Umzugsstress. Und das haben wir dann auch genutzt, zum Glück. Hallo, kurzes Update. Es wurde jetzt alles abgeholt und die Wohnung ist leer. Das ist so krass, wie leer alles ist. Und dadurch, dass ich ja auch die ganzen Apartment-Tour-Videos gemacht habe, habe ich ja auch den direkten Vergleich für euch, wie es vorher aussah und wie es jetzt aussieht, so komplett leer. Und wir packen jetzt gerade unsere Koffer. Wir haben hier noch einiges an Zeugs, was wir mit dem Zug erstmal transportieren. Wir wohnen jetzt erstmal woanders, bis wir nach England fliegen. Da werden wir 10 Tage verbringen, weil wir aus der Wohnung hier raus müssen. Und dafür brauchen wir halt auch ein paar Sachen, die nicht das Umzugsunternehmen mitnehmen konnte. Und wir wissen halt immer noch nicht, ob wir in England 2 Wochen in Quarantäne müssen oder nicht. Anscheinend müssen wir jetzt doch nicht, weil wir irgendwie vor dem Stichtag einreisen. Aber mal sehen. Wir werden natürlich auch in freiwillige Quarantäne gehen, aber wahrscheinlich zumindest kurz an die frische Luft zwischendurch. Und unsere Sachen im Lager abholen, weil sonst haben wir irgendwie nichts zu Hause. Aber das war's dann. Deshalb haben wir so gepackt für alle Fälle, also falls wir in Quarantäne müssen, dass wir alles Wichtige da haben. Und das packen wir jetzt. Wir haben sogar einen Topf und eine Pfanne eingepackt, falls wir in strenge Quarantäne müssen. Dazu noch so Sachen wie Shampoo, Gewürze, Handtücher, Bettwäsche. Wir kannten ja auch kaum Leute in Exeter und deshalb wollten wir alles mit uns haben, was wir für 2 Wochen hier in der neuen Wohnung brauchen. Am letzten Abend hat dann meine liebste Ellie noch so einen süßen Abend organisiert, also ein Picknick draußen mit unseren besten Freunden, um uns zu verabschieden. Und ich wollte wirklich nicht weinen, ich wollte wirklich nicht zu emotional werden. Aber dann haben uns unsere Freunde noch so einen Abschiedsbrief gemacht und die haben uns so kleine Schilder gebastelt, so ein bisschen Social Distancing Verabschiedung zu machen. Und ja, am Ende habe ich dann wirklich richtig doll geweint. Das Picknick war auf jeden Fall so, so schön und dann doch ein schöner Abschluss oder eine schöne Verabschiedung. Von Berlin. Wir sind es bereit. Wir haben jetzt alles fertig gepackt. Hier sind unsere Koffer. Ja, mein Koffer ist irgendwo. Keine Ahnung wo. Und dann geht's los zum Zug. Am nächsten Tag ging es dann mittags los zum Zug und die Zugfahrt war schon ziemlich seltsam. Also nicht aufgrund der Masken. Das war easy, wenn man einfach nur sitzt und eine Maske trägt, finde ich das nicht so anstrengend, sondern eher dieses Gefühl, dass man irgendwie monatelang sich nicht mit Leuten getroffen hat oder nur auf wirklich richtig krassem Abstand und dann sitzt man in einem krass vollen Zug, also wirklich die Leute saßen auch auf dem Boden eng an eng mit fremden Personen für 4 Stunden, war in dem Moment sehr, sehr surreal. Dann waren wir 10 Tage bei meinen Eltern und das war wirklich sehr, sehr schön. Ich habe vorher noch meinen Eltern erzählt, dass wir ein bisschen gestresst sind und dass so ein bisschen alles sehr anstrengend ist. Und dann meinte mein Papa zu uns, wir peppeln euch wieder auf und das haben die auch wirklich gemacht. Die haben wirklich sehr, sehr lecker für uns gekocht. Wir haben ein paar Ausflüge gemacht. Und wir haben auch an einem Grillabend unseren ersten Hochzeitstag gemeinsam gefeiert. Das war auch wirklich sehr, sehr schön. Und ja, ich bin froh, dass wir nochmal entspannen konnten, bevor wir dann ausgewandert sind. Es ging nach Frankfurt zum Flughafen, wo es mega ruhig, aber gleichzeitig auch stressig war. Und deshalb habe ich auch wieder nicht so viel gefilmt, weil ich nicht so einen guten Tag hatte.
Und zwar wurde uns mehrmals auch von der Airline versichert, dass wir unsere Ukulele mitnehmen konnten. Also ich wollte sie eigentlich nicht mitnehmen, aber Jessie hat extra gefragt und die Airline hat uns das versichert. Auch dann nochmal vor Ort und dann hat die Security gesagt, nein, nein, jeder kann wirklich nur ganz, ganz streng mit nur so einem kleinen Handgepäckstück durch die Security. Und es wurden sehr viele Leute aufgehalten, weil ja viele zum Beispiel so ein Trolley und eine Laptoptasche hatten oder eine Tasche und noch eine Laptop-Tasche, also dieses typische Handgepäck. Und anscheinend gab es da plötzlich eine neue Regelung von der Polizei, Security, was weiß ich. Und deshalb war trotz wenig Andrang richtig viel Chaos am Flughafen. Aber ansonsten war wirklich der Flughafen wie ausgestorben. Sehr leer. Orga am Gate war dann wieder mega schlecht, also es standen wieder sehr viele dicht gedrängt in der Schlange, weil irgendwelche komischen Checks durchgeführt wurden und sich dann die Schlangen überkreuzt haben und klar, es trugen alle Maske, aber es war doch ganz schön gedrängt alles. Und als wir den Flug gebucht hatten, konnten Jessie und ich auch nicht nebeneinander buchen, weil der Platz in der Mitte immer geblockt war, fanden wir eigentlich ganz gut. Am Tag der Reise war dann der Flug aber komplett überbucht oder vollgebucht. Und es gab keine freien Plätze und wir saßen dann nicht nebeneinander, sondern hatten jemanden zwischen uns, haben natürlich getauscht. Das haben natürlich aber alle gemacht, weil alle so ungefähr gebucht hatten wie wir. Dann haben alle ihre Plätze immer getauscht und deshalb gab es da auch wieder ein Gewusel im Flugzeug. Es war alles sehr schlecht organisiert. Flughafen in London war alles sehr gechillt zum Glück. Wir haben unser Gepäck ziemlich schnell bekommen, alle haben Masken getragen, überall gab es irgendwie Infos, wo man stehen soll, damit man Abstand hält. Das fand ich wirklich sehr, sehr praktisch und sehr, sehr beruhigend. Hat sich sehr viel organisierter angefühlt als Frankfurt, muss ich sagen. Und dann wurden wir von einem Transfer abgeholt, weil wir den Zug vermeiden wollten und wir konnten auch nicht nach Bristol, geschweige denn Exeter fliegen, weil es da keine Flüge mehr gab oder zu der Zeit keine gab. Nach 9 Stunden, glaube ich, Maske tragen und so dieser ganze Reisestress und auch die generelle Aufregung waren wirklich sehr anstrengend und ich bin dann abends mit Kopfschmerzen ins Bett gefallen und habe dann nicht mehr großartig gefilmt, so die Ankunft oder so. Den ersten Clip in Exeter gab es dann also am nächsten Tag. Hallo aus Exeter, wir sind gestern Abend angekommen, waren so fertig und dann habe ich nicht mehr gevloggt oder irgendwas nochmal in die Kamera gesprochen. Deshalb nehme ich euch heute mit beim offiziellen Einzug sozusagen in unsere Wohnung, die wir jetzt schon seit 3 Monaten haben, aber wir haben ja die Wohnung gefunden, sind dann zurück nach Deutschland und sie stand dann 3 Monate leer, was mega unpraktisch ist. Wir wollten die irgendwie so ein bisschen untervermieten sozusagen an NHS-Mitarbeiter, die sich isolieren wollen, aber das ging rein rechtlich nicht oder war sehr kompliziert und wir waren ja nicht vor Ort und konnten irgendwelche Verträge machen. Deshalb richtig traurig, dass die Wohnung leer stand. Also nicht nur für uns, weil wir doppelt Miete gezahlt haben dann, sondern auch, weil wir die nicht so spenden konnten sozusagen. Naja, jetzt bin ich dabei aufzuräumen. Jessie hat schon mal ein bisschen angefangen, muss jetzt aber arbeiten. Ich habe gearbeitet, jetzt räume ich ein bisschen auf. Und es ist einfach totales Chaos hier. Aber als erstes wollte ich euch unsere Pflanzen zeigen. Wir haben nämlich 2 Pflanzen neu, also eine gekauft und eine geschenkt bekommen. Und eine war hier schon in der Wohnung und eine ist komplett gestorben in den 3 Monaten. Kein Wunder. Ich habe so eine Wasserflasche reingesteckt, damit sie Wasser erhält. Aber ich habe gesehen, die stand die ganze Zeit so richtig in der prallen Sonne, weil ich einfach Angst hatte hier in England. Kriegt sie sonst gar keine Sonne, wenn ich sie nicht in die pralle Sonne stelle. Und 3 Monate war dann, glaube ich, einfach ein bisschen sehr hart für sie. Ich glaube nicht, dass ich sie retten kann. Ich werde mal gucken, ob noch irgendwas von den Wurzeln übrig ist. Ich zeige sie euch mal. Diese Pflanze haben wir geschenkt bekommen. Die hat überlebt, wie ihr seht. Nicht zwar im besten Zustand, aber naja. Hier seht ihr die arme Pflanze, die komplett gestorben ist. Ihr habt ja im Vlog, glaube ich, gesehen von Exeter, aus dem ersten Exeter-Vlog, was wir da für eine Pflanze gekauft haben. Ich weiß nicht, vielleicht kann hier nochmal was rauswachsen. Ich werde sie auf jeden Fall mal gießen und ein bisschen abschneiden.
Weil hier ja noch ein bisschen grün ist, wäre interessant, wenn die doch irgendwie überlebt. Spoiler, der Pflanze geht es sehr, sehr gut. Wir sind ja im Juni angekommen und jetzt ist August und die Pflanze hat 4 neue Blätter und noch 3 Ableger gemacht. Und ich glaube, solche Good News können wir alle sehr gut vertragen. Und das ist das Chaos, das ich jetzt hoffentlich beseitigen werde. Nach dem Aufräumen konnten wir endlich entspannen. Wir waren dann 2 Wochen in Quarantäne, in selbst auferlegter Quarantäne, einfach weil wir einen Tag vorm Stichtag ankamen und wir wollten das so ein bisschen aus Respekt machen. Wir waren jetzt nicht super streng, wir waren, glaube ich, 1-2 Mal draußen spazieren, aber mit mega Abstand und wie gesagt, wir haben die Quarantäne uns sozusagen auch selbst auferlegt. Am Ende Juni waren wir dann endlich voll und ganz in Exeter in England angekommen, konnten in Storage Sachen rausholen und uns endlich hier so ein bisschen einrichten und alles ein bisschen persönlicher gestalten. Weil bis dahin hatten wir zwar eine möblierte Wohnung, aber immer noch eine sehr leere und sehr unpersönliche Wohnung für uns. Also die Wohnung hier ist wirklich sehr, sehr schön, aber natürlich ohne persönlichen Touch fühlt es sich ein bisschen an wie in einem Hotel oder Airbnb. Das ist die Küche und Boxen von der Dartsfarm, wo wir bestellt haben. Sieht noch etwas kahl aus. Ich würde hier gerne Pflanzen oder Blumen reinstellen. Hier ist unsere Wohnzimmerecke. Die Decke war ja Secondhand. Die Decke war von Wow Sancho. Der Rest war schon drin in der Wohnung. Ich habe meine Lampe mit daher geschleppt im Koffer für Videos. Und dann ist hier so die Essecke mit diesem komischen hässlichen Teil. Das werden wir so langsam abmachen, aber wir müssen vorsichtig sein, weil wir die Wohnung ja mieten. Desinfektionszeugs wichtig hier und wir haben noch keinen Kleiderständer. Alles ein bisschen provisorisch. Also das ist unser Schlafzimmer und unser Tripod. Genau, nicht so viele Möbel, wie ihr seht. Sieht auch alles sehr provisorisch aus. Ist aber schön hell, hat 3 Fenster, richtig cool und so einen Einbauschrank. Genau, so ein paar Sachen jetzt drin hängen. Kommode, Tisch zum Arbeiten, kleine Mini-Kommode, Beistelltisch und das Bett. Das ist das Bad, richtig schön und modern. Dusche. Ja, und hier haben wir auch nicht wirklich Möbel, außer hier das Waschbecken. Aber wir wollen hier noch unseren Bambusschrank aus Berlin hinstellen. Wie es jetzt hier aussieht, da folgt bald eine ausführliche Wohnungstour und ich muss dazu auch sagen, dass wir bald wieder umziehen und zwar in ein Haus und da nehme ich euch auf jeden Fall auch mit. Am besten klickt ihr dafür auf Abonnieren, damit ihr nicht diese ganze Journey, die jetzt noch weitergeht, verpasst und seht ja, wie es uns hier in Exeter geht, hier in England geht, wie unsere Wohnung genau jetzt aussieht, wie dann unser neues Haus aussehen wird. Da werden wir auch noch viel renovieren und ich glaube so Home-DIY-Videos könnten euch auch sehr gefallen. Also mir gefallen die immer sehr bei anderen Kanälen. Das war sozusagen unser Goodbye-Deutschland-Video. Ein bisschen chaotisch, aber das lag auch, wie gesagt, an der ganzen Situation. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!